Ja, liebe Kanzlerinnen und Kanzler, liebe Freunde dieses Videoblogs, heute sind wir auf dem Pragfriedhof. Ich möchte heute allgemein meine Führung dieses Jahr vorstellen, die Sie auch auf der Homepage finden können und auf diesem Flyer. Und die erste Führung, die wir haben, wird sein am 26., ich muss noch mal gucken, 26. Mai, Sonntag, 15 Uhr, hier auf dem Pragfriedhof. Und das Thema ist Cannstatt, in Anführungszeichen, auf dem Pragfriedhof. Wir haben ja eine ganze Reihe von Menschen, vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert, die Bedeutung hatten für Cannstatt und die hier bestattet sind und nicht in Cannstatt. Und dazu gehört auch ein ganz besonderer Mann, der 1854 Ehrenbürger von Cannstatt wurde. Und zwar ist das Wilhelm Graf von Taubenheim. Und zu dem Grab gehen wir jetzt noch schnell. Ja, hier in schwarzem Marmor ein großes Kreuz, gestaltet mit für Wilhelm Graf von Taubenheim und seine Frau Marie, eine Geborene von Württemberg. Deswegen finden wir auch die beiden Wappen, links Taubenheim, rechts Württemberg mit den Geweihstangen hier unten am Grab. Es ist jetzt dunkel und der Baum und ein bisschen Gegenlicht, also nicht optimal fürs Film. Und dieser Wilhelm Graf von Taubenheim war ein besonderer Mensch für König Wilhelm I. von Württemberg. Und zwar war er wirklich ein ganz persönlicher Freund von ihm. Und er war sogar dabei, als König Wilhelm I. 1864 im Schloss Rosenstein starb. Und Graf Taubenheim überlieferte die Worte, es sei doch schwer, von so einem schönen Land scheiden zu müssen, die Wilhelm damals gesagt hat. Graf Taubenheim war lange der Vorsitzende des Brunnenvereins von Bad Cannstatt und damit zuständig für die Entwicklung des Kurbetriebs in Cannstatt. Und deshalb wurde er 1854 auch Ehrenbürger von Cannstatt. Und deshalb gibt es auch ein Denkmal für ihn hinterm Kursaal, nachdem er dann starb in den 1890er Jahren. Ganz genau, ich muss kurz gucken, 1894. Und deshalb gibt es auch eine Taubenheimstraße in Cannstatt. Wenn Sie also über Taubenheim und auch über andere, wie zum Beispiel Anna und Wilhelm Bloß, oder wie Albert Eitel, den Architekten des Kursaals, oder weitere interessante Persönlichkeiten etwas wissen wollen, dann kommen Sie doch einfach zu meiner Führung hier auf den Pragfriedhof in 2 Wochen am Sonntag. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.